Der Bundesrat ist am 16. August 2013 zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Grund hierfür war, über die Verwendung und Verteilung der finanziellen Wiederaufbauhilfen aus dem eingerichteten Fluthilfefonds zu beraten. Das Wasser ist weg, die Schäden sind nach wie vor noch da. Und es ist eines auch klar, und das haben wir hier öfters schon festgestellt, keines der betroffenen Länder kann im Angesicht des Ausmaßes des Schadens diese Schäden selbst stemmen. Es ist wichtig, dass gerade jetzt in der Zeit, wo die ersten Häuser wieder trocken sind, die Menschen jetzt genau die Frage stellen. Ich will anfangen, dass jetzt auch Klarheit herrscht, dass das Geld zur Verfügung gestellt wird. Deswegen war die Sondersitzung berechtigt und auch notwendig. Nach der Debatte stimmte der Bundesrat den Vorschlägen der Bundesregierung zu. Der Weg für die sofortige Auszahlung der Mittel aus der Fluthilfe ist somit frei. Fast die Hälfte des Fonds geht nach Sachsen-Anhalt. Die restlichen Gelder werden prozentual den anderen betroffenen Bundesländern zugeteilt. Wir müssen einfach mehr für den Hochwasserschutz tun. Wir müssen die Investitionen steigern. Wir brauchen letztlich auch ein stärkeres Engagement des Bundes. Das können viele Länder allein gar nicht stemmen. Das hat ja jetzt die Aktion gezeigt. Bundesratspräsident Winfried Kretschmann hatte die Sondersitzung einberufen, um das parlamentarische Verfahren so schnell wie möglich abzuschließen und den vom Hochwasser Betroffenen die Finanzhilfen zügig auszahlen zu können. Die hierfür erforderliche Verordnung konnte dem Bundesrat erst 2 Tage vorher zugeleitet werden. Die Bundesregierung hat gezeigt, dass sie mit den Ländern gemeinsam in der Lage ist, sehr schnell und unbürokratisch Hilfsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Das ist gut so, da sind wir dankbar und wir werden diese Maßnahmen auch schnell vor Ort umsetzen. Zudem würdigte Kretschmann die Verdienste Platzecks, der sich während der Oderflut 1997 bereits als Deichgraf einen Namen machte. Die Sitzung war die letzte Zusammenkunft des Bundesrates, an der der brandenburgische Ministerpräsident teilnahm. Ich bin für diese fast 20 Jahre ausgesprochen dankbar. Ich wünsche Ihnen und weiß, dass Sie das auch tun, dass Sie den Föderalismus auch in Zukunft hochhalten. Er ist ein Standpfeiler unserer erfolgreichen Republik und unserer Demokratie bei allem, was man vielleicht auch immer mal wieder dagegen vorbringen kann. Ich glaube, er hat Zukunft. Ich glaube, so wie er Politik gemacht hat, da können wir uns alle ein Stück abschneiden, mit Bedacht, ruhig, aber trotzdem engagiert und durchsetzungsfähig und einfach mit einer menschlichen Wärme. Und solch einen Kollegen, der fast 20 Jahre im Bundesrat war, zu verabschieden, das geht einem schon auch ans Herz. Der 59-Jährige, der Länderkammer vom 1. November 2004 bis zum 31. Oktober 2005 als Präsident vorstand, zieht sich aus gesundheitlichen Gründen aus seinen Ämtern zurück. Am 20. September 2013 kommt der Bundesrat zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammen. Unter anderem auf der Tagesordnung stehen dann das umstrittene Präventions- und das Betreuungsgeld-Ergänzungsgesetz.